Diese drei Mario Kart Items wurden komplett vergessen. Zuerst haben wir da den Wolkenblitz. Dieser kommt aus Mario Kart Wii und nötigt euch andere Spieler zu rammen. Denn nach einer begrenzten Zeit wird der Spieler, der die Wolke über sich hat, wie bei einem Blitz geschrumpft. Aber das Item vermisst wirklich keiner, oder? Daneben war der Megapilz aus Mario Kart Wii das komplette Gegenteil. Wenn du das Item eingesetzt hast, wirst du doppelt so groß und wirst sogar ein wenig schneller. Außerdem kannst du einfach jeden platt fahren. Und ein Vorteil war es auch, wenn du vom Blitz getroffen wirst, wirst du nur auf die normale Größe geschrumpft und nicht winzig. Achso, dann gibt's doch übrigens noch den Powerblock. Auch dieser stammt aus Mario Kart Wii und wieso stammen alle Items aus Mario Kart Wii, die es heute nicht mehr gibt? Auf jeden Fall, wenn du einen Powerblock abbekommst, erscheint dieser über dir und es kommen zwei kleinere Beben und beim dritten ein starkes, das dich auch trifft. Wenn du aber im richtigen Moment dein Lenkrad geschüttelt hast, konntest du den Powerblock ganz easy ausweichen.